So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hat in Time Nummer 2. So. Akt 4. Jo. So, jetzt sind wir im Hauptquartier der Mafias. So, hier hat der Bürgermeister uns beim letzten Mal ja allein gelassen, dieser Lümmel. Und jetzt schön ab nach oben. Hast dir echt Zeit gelassen? Hilf mir mal. Halte mir diese Tiere vom Leib, dann können wir rein. So, die versuchen also das Massage Girl zu klatschen. Ja, wir müssen halt beide Schalter betätigen. Bringt natürlich nur, wenn wir die besiegen, diese Lümmel. Gute Arbeit, Mädel. Alles klar. Supi. Ja, ich weiß, dass ich hier hin muss. So, jetzt kommen wir hier in das Etablissement rein. Na los, let's showtime. Alles klar. Go away, please. Ja, ist ja ein schönes Willkommensschild. Scheint aber fröhlich zu sein. Kapitel 1, Akt 4, nieder mit den Mafias. Ich habe so das Gefühl, dass das Mustache Girl uns ihre Drecksarbeit erledigen lässt. So, wir müssen da einen Schlüssel besorgen und wir müssen ins Theater. Der lässt uns aber nicht hin. Theatre. Geh zurück nach Hause. Die sind nicht alle nett zu uns. Was haben wir denn hier? Können wir... Es schüttet draußen immer noch. Von hier aus ist der Regen viel schöner. Du Blödmann, behalt deine Dosen. Mach hier nicht so einen Dreck. Dann muss ich aber wieder alles sauber machen. So. Hm. Arschloch. Du auch. Nee, okay, der ist lieb. Also wir können nicht einfach alle willenlos klatschen. Es gibt ein paar, die halt nett sind, einigermaßen. Wenn ein kleines Mädchen Glücksspielproblem bekommt, ist es ihre eigene Schuld. Diese Roulette-Tische sind nur Deko, keine Glücksspiele hier. Ist auch gut so. So, es sieht so aus, als ob nur die Landeswährung genommen wird. Aber du hast leider vergessen, bei der Wechselstube vorbeizuschauen. Ja, wir können ja auch nichts machen. So, wir müssen da rein. Genau, den Schlüssel brauchen wir. Das bedeutet, wir müssen später hier... Guck, der lässt uns nicht rein. Komm hier. Was los, kleines Mädchen? Mafia nicht wissen, was Kind trinkt. Was auch immer dein Problem ist. Mafia sicher, du kommst damit klar. Du siehst hartnäckig aus, du lässt Probleme nicht allein. Anderes Mädchen in Küche gelaufen, wenn du nach ihr suchst. Sie sieht unruhig aus, pass besser auf. Alles klar. Nein, danke. Aber ich bin auch ein kleines... Ich als kleines Mädchen empfehle Milch. Ist lecker. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Ratten, die machen Aua. Lebende Hummer. Was haben wir denn hier? Die Mafiosi sind schlechte Köche. Aber keine Angst, Kochkatze ist da. Noch. Ich bereite hier oben das eigentliche Essen vor und tausche es mit dem Mafia-Essen aus, bevor jemand es zu sich nimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sicher jemand wird sterben, sollte er das Essen der Mafiosi probieren. Gut, wir müssen so einen Eimer nehmen. Hat die Kochkatze bestimmt nichts dagegen. Können wir Doppelsprung machen? Ne, können wir nicht. Doppelsprung wäre auch ein bisschen hardcore mit Dingsbums. Mit dem Eimer. So. Können wir jetzt hier stehen lassen, dann kommen wir zu dem Schlüssel. Super. Und dann können wir auch in die Küche. Oder? Wunderbar. Mach die Tür auf, während ich mache stehe. So, die Tür ist offen. Ich will aber nochmal hier raus.
Kakerlaken. Oh, Kochkatze, schön, dass du das hier machst. Doch, ehrlich. Natürlich, Kippstummel, lecker. Blumen im Abfall, der Biomüll muss auch mal rausgebracht werden. Das sieht wie Mafia, wie die Mafia-Version eines 5-Sterne-Essens aus, aber es riecht nicht danach. Du könntest vielleicht etwas davon probieren, aber du möchtest das auf deinem, du möchtest das nicht auf deinem Grabstein stehen haben. Ah, ehrlich. Ihr seid blöd. So. Gibt hier noch irgendwelche Kakerlaken, die wir zertreten könnten? Lecker. Also wenn eure Küche so aussieht, dann bleibt besser für euch. hallo Ungeziefer. Lecker. Oh komm, lass mal, lass gut sein. So, was ist denn los, Mädchen? Ist hier kalt? Oh komm, hier ist doch kühl. Die interagiert so ein bisschen mit der Spielwelt, glaube ich. Ja? Komm, Mädchen. Annie, die hat ja eine dicke Jacke an. Wir beobachten dich. So, wir müssen nach da oben. Ah, oh, jetzt ist kalt. Jetzt auf einmal wird dir kalt. Erst kannst du noch mit Puppen spielen und jetzt wird dir auf einmal kalt, Mädchen. So, was haben wir hier? Super, gar nicht. Ich wusste, dass da noch ein Schatz versteckt ist. Ja, so ein bisschen kenne ich das Spiel schon. Na ja, gut, was heißt ein bisschen? Die meisten kennen das Spiel schon, aber es wurde sich zumindest gewünscht. So, krabbeln. Die krabbelt viel besser als Link. vor allem in der Schatz... Die Dinger können wir später kaputt machen, aber erst später. So, hier dürfen wir normalerweise nicht rein, aber wir sind es trotzdem. Da ist der Boss. Ich will nur das Zeitstück haben. Mehr will ich nicht. Danke. Lass mich raten. Ja, es war so klar. So. Wir können hier immer noch was sammeln. Checkpoint. So, so, du bist es. Ja, natürlich. Seit du in Mafia-Stadt gelandet bist, regnet es diese magischen Sanduhren. Du musst sehr verloren sein, Kind mit dem Hut. Du stehst im Herzen unserer Stadt vor dem stärksten Mann, den du jemals begegnet bist. Alles, was sie gehört, gehört nun mir. Auch diese Sanduhr. Wenn du sie zurückhaben möchtest, müssen wir das Eigentum durch einen typischen Mafia-Kampf entscheiden lassen. Licht, Action. Alles klar, Showtime. So, den müssen wir jetzt mit Folgeangriffen besiegen. Und jetzt lässt er hier solche Dinger runterfallen. Den müssen wir ausweichen. Ah, Mist. So, wenn er sich blau färbt, kriegt er auf die Schnauze. Boah, das war knapp. Du Ratte. Jetzt gibt's erstmal schön fett, voll fette Goldkette auf die Backen. Na komm. Aua. Oh Mist, wieso? Mist, das hat jetzt, irgendwie hat jetzt dieser Dingsbums nicht geklappt. Wow. Na, komm schon. Boah, du elender Lümmel durch. Komm her. Jetzt wird er sauer. Ich bin besser als du. Wow. Du musst da aufpassen. Immer drauf. Ey, lass das mit. Ey, lass das Monster-Girl in Ruhe. Boah. Lass mich los, du Psycho. Da hat er recht. Hat sie recht. So, jetzt gibt's aber erstmal schön mit dem Regenschirm auf den Arsch. Oh, ist da jemand sauer? Yo. So, wir müssen jetzt hier diese Kuhle benutzen und drauf.
Alter, übertreib! Alter, bist hier voll am Rumspacken oder was? Aua! Ultra Charge! Mega Charge! Ah, Mist, falscher Knopf gedrückt! Aua! Oh, Mist, irgendwie... Ah, jetzt hat's doch geklappt. Ja, doch. Ist doch... Oh, nee, nicht der schon wieder. Ja, bitte mehr davon. Boah, ganz knapp. Wenn wir diese Kuhle nicht treffen... Yeah! Oh, yeah! Würde die Chanté jetzt sagen. Geil. Oh, ehrlich. So, die müssen wir jetzt sammeln. Und dann geht's in der Story weiter. Tja, vor den Mädels haben sie Angst, ne? Diese Lümmel. Hey, warum klaust du unser Zeitstück? Also, was machen die Teile eigentlich? Sind das so eine Art seltene Sammelstücke für für Nerds? Nein! Oh oh. Zwischendurch nochmal einen Keks essen. Was? Was? Hast du das? Ja, das haben wir gewusst. Ja, aber ich benutze sie nicht. This is crazy. Do you even realize what could be done with these? Ja, ich weiß, was wir damit machen können und dass das der Wahnsinn ist, weiß ich. Wir könnten vermeiden, dass ich diese eine Mafia mal geschlagen hatte. Wir könnten die Mafia niederschlagen. Zurückreisen. Und es nochmal machen. Nee, warte. Wir könnten verhindern, dass die Mafia jeweils auf diese Insel gekommen sind. Moment, noch besser. Wir könnten zeitreisende Kämpfer für Gerechtigkeit sein. Hm, besser nicht. Das wird mir zu viel. Ich brauche die, um heimzukommen. Warum macht das keinen Sinn? You have all this power and you're not gonna use it to fight evil? Ja, ich habe die Macht und benutze sie nicht für das Gute. If you're not gonna use them to fight evil, then I will. Das wirst du. Versuch's doch. Ich werde diese Insel nicht als Mafia-Stadt stehen lassen. Ich sammle alle Zeitstücke selber. Merkt ihr diese Worte? Mustache Girl hat die Hälfte deiner Pons geklaut. Für die Leute, die blöd... Für Dumme steht's jetzt nochmal dran. Jetzt sind sie Feinde. Ja, das geht ja mal gar nicht. So, will ich mal gucken, was ich in der Mafia-Stadt noch machen kann. Weil das Kapitel möchte ich jetzt wegen der Dingsbums nicht unbedingt ändern. Ja, ich weiß, dass wir da hin können. Die Frage ist, möchte ich da schon hin? Nieder mit den Mafias! Der goldene Tresor. Time Rift, also Zeitriss entdeckt. Zeitrisse sind immer, wenn die, sind die Nebenwirkungen, wenn das Mustache Girl hier so ein bisschen rumeiert. Hier sehen wir den Screenshot. Und, ja, Tresor. Kapitel 1, Akt 7. Der goldene Tresor. Akt 7? Hatten wir nicht eben erst 4? Was ist mit 5 und 6? Ja gut, macht ja nichts. So, wir müssen jetzt diesen Tresor öffnen. Der hat ordentlich... Der hat einige von diesen... wie heißt's? Von diesen goldenen Teilen versteckt. Die sind auch gut versteckt, weil die... Ach, Kacke. Das Ding bleibt halt nicht ewig.
Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ah ja, stimmt, das war hier durch. Eins. Ja, schön, dass du das in der Luft machst, Mädchen. Na, ja, schaffst du schon. Klapp. Krabbel doch auf den Baum! Wieso machst du das nicht? Vogel! Gut, jetzt muss ich mal überlegen, wo war denn der nächste? Die waren nämlich überall richtig... Also nicht so einfach. Die waren überall verteilt. Und das war, glaube ich, bei dem Tresor nicht so einfach. Am Ende weg vom Feuer, das kann wehtun. So, das eine ist hier irgendwo da oben. Irgendwo in dieser Richtung. Auf dieser kleinen Plattform. Da ist die Frage, wie komme ich denn da hin? Macht das vielleicht Sinn? Ups. Ich probiere was anderes aus, bevor ich jetzt hier 1000-millionenfach faile. So, verrückter Mischmaschgarn. Super. Klappt das überhaupt? Normalerweise müsst ihr doch einen Schalter... Mist, war natürlich klar, dass der Schalter aus dem ersten Kapitel jetzt verschwunden ist und wir doch diesen schweren Weg benutzen müssen. Hier natürlich überall das Graffiti von Mustache Girl. Die hat nämlich echt keinen Bock auf die Mafias. Nee, du kannst mit dir alleine spielen. Ist mir beim letzten Mal auch eine Backpfeife gegeben, du Lümmel. Vielleicht komme ich ja von hier super drauf. Oh, super. Blöd. Weil das goldene Ding war hier nett, ist hier nett drin. Gut, dann bin ich umsonst hier hochgelaufen. Dann muss es hier unten sein. Ich muss schon mal ganz kurz ein bisschen überlegen. Da. Zwei, super. So, dann wollen wir nochmal hier hoch und sammeln die Pons und den Hutgarn, den brauchen wir auch auf jeden Fall. Und jetzt muss ich wieder nach oben. Ich find's cool, wie die Kleine diese ganzen Leitern da so richtig schnell hochrennt. Wie so ein kleines Miezekätzchen. Taps, taps, tapsi, taps, zack. Fort ist er. So, wir müssen jetzt erstmal hoch, nach oben. Nach oben. So, manchmal ärgern die... Manchmal ärgern die Leute und dann lassen die ein bisschen Kohle und Hutgarn fallen. Wenn wir denen helfen. Warum die Vögel so sauer auf uns sind, das versteht bitte wer will. Ich verstehe es nicht. So, da oben ist noch was. Da kommt man aber nur mit ein bisschen Trickiness hin. Ja. Super. Hier gab es ja noch irgendwo einen Zeitrift. Die Time Rifts sind aber... So, hier oben können wir uns das Dingsbums ansehen. Und ich glaube auch, ich weiß, wo das war. Die Time Rifts sind auch sehr nice. Auch sehr schöne Level. Erinnere mich so ein bisschen an Super Mario Sunshine. An diese Level, die man machen musste ohne Dingsbums. Da hoch will ich eigentlich nicht. So. Okay, das will ich probieren. Zum Glück leide ich nicht an Höhenangst. Ich hoffe, die Kleine auch nicht. So, jetzt wieder zum goldenen Tresor. Also, ich muss sagen, ist ein schönes Spiel. Gefällt mir sehr. Ist eine schöne Perle.
So. Da links und dort. Ah, okay. Nein, nein, nein! Ach, Mist. So, ich hab's nicht vergessen, aber ich möchte hier noch diesen... Ah, der Schatz könnte zu einem anderen passen. Hier ist ein Teil von einem Schatz. Drei. Das andere war... Oh, da ist sie echt... Da ist sie echt runtergefallen. Die Frage ist, wo ist jetzt das letzte? Nee, warte, das Ding hat doch fünf. Fünf oder vier? Wie gesagt, ich will jetzt nicht in den Time Rift rein, sonst müssen wir diese vier Teile wieder erneut einsammeln. Aua. Oh, Mist. Ja, man kann nicht alles haben. So, das andere Teil war hier auf der linken Seite, ne? Komme ich da überhaupt schon hin? Müsste eigentlich. In Kot wie Trust. Psst. Nein! Kacke. Da bin ich wohl selbst auch runtergefallen. Naja. Super. Und hier haben wir auch das Teil. Das wunderschön. So, und jetzt wieder zum Tresor. Den machen wir auf. Alter, warum spammt die denn so viel? Wunderbar, nächster Zeitschiff gefunden. Ah, super, duper. Schön, supi, ich freue mich. So, dann will ich mal gucken, was für Akte das überhaupt gewesen sind. Weil irgendwie fehlt mir Akt 5 und 6. Aber das muss ja nichts bedeuten. Wer ist denn jetzt schon wieder hier eingebrochen? Ah, die Katze, super. Die ist uns willkommen. So, was haben wir denn hier? Was ein schönes Raumschiff du hier hast. Sorry fürs Einbrechen. Ich wollte nur mal echt, mal ein Raumschiff von innen beobachten. Solange du mir nichts klaust und nichts kaputt machst, fühl dich frei. Weißt du, ich dachte, Aliens wären grün und hätten mehr Hunger auf Fleisch. Aber anscheinend kommen die Aliens in allen Größen und Farben, oder? Natürlich. Hey, wenn du unseren Planeten erkunden willst, musst du ihn erst verstehen. Sonst weißt du nicht, ob du auf Gras oder Treibsand trittst. Du weißt nicht, wie man Schätze identifizieren kann? Keine Angst, Kochkatze ist hier. Alles klar. Du kannst dieses Burgerkissen haben. Yay, der Schatz könnte zu einem anderen Schatz passen. Du kannst diese Schätze an einem Podium identifizieren. Wenn du sie in der richtigen Reihenfolge auf das Podium platzierst, könnte es einen Sinn ergeben. Wenn du deine Schätze richtig zusammensetzt, könnte etwas Tolles passieren. Man weiß ja nie. Also halte ein Auge offen für Schätze. Ich habe dir alles beigebracht, was ich über Schätze weiß. Super. Hier können wir jetzt... Oh, Kosten. Wir haben ja 400. Super. So, wir haben jetzt hier zwei Sachen. Wunderschön. Unser erster Schatz. Du hast einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Supi. Und jetzt kommt ein neues Zeitstück. Das passiert. Super. Danke, Kochkatze. So, jetzt mische ich aber nochmal hin. Time Rift. Jo, ist ja gut. So, was haben wir denn hier? Okay. Akt 1, 2, 3 haben wir. 4 war der Fasskampf. Und 7.
Okay, dann gucken wir mal den Zeitdrift. Der ist dort. Wir wissen ja, ich weiß ungefähr, wo das ist. Das machen wir jetzt auf. Gut. Mafia-Stadt wird aufgeheizt. Ja, komm, das machen wir jetzt. Schickt. Passt noch in die Zeit rein. Mach schon einfach die Parts ein bisschen länger, ist ja auch kein Problem. Enough to switch head. Ah, wir können jetzt einen neuen Hut basteln. Oh, super. Hexenhut. Koche verrückten Mischmasch. Halte LT, um einen explosiven Zaubertrank zu werfen. Oh, super. So. Sieh dir das an. Es ist schrecklich. Jemand hat alle Hähne in Mafia-Stadt angemacht. Selbe Hähne, die Vulkan kontrollieren. Was, du bist Kind? Nein, Mafia denkt, es sah ein kleines Mädchen, was Wasserhähne aufgedreht hat. Kleines Hutkind, kannst du Mafia-Stadt retten, indem du Wasserhähne zudrehst? Falls du alle zumachst, fließt Wasser wieder zurück. Alles klar. Ja, den ist heiß. So, dann müssen wir gucken, wo wir hin müssen. So, wir haben jetzt drei Hüte. Hier, Hexenhut. Können wir jetzt hier so kleine Tränke brauen. So, überall, wo die Flammen sind, sind noch diese Hüte. Sind noch diese Hähne. Einfach dran stehen und dreimal draufhauen, ungefähr. So. Mit diesen Hüten können wir das kaputt machen. Ist immer so ein bisschen schwierig mit diesen Wasserhähnen. Da unten ist einer. Vor allem ist es halt auch mal schwierig. Du darfst echt nicht in die Lava fallen. Hätte man sich ja denken können. Wenn die Mafia da schon so rumeiern. Wo ist denn der nächste? Gehe ich doch mal hier hin. Ach, komm schon. So, laufen wir mal hier drüber. Hier ist eins von diesen Zeitdrift-Dingern. Ich weiß nicht, ob ich das schon machen will. Ja, komm, wir haben noch nicht so viele von denen gemacht. Wir müssen da sowieso hin, also von daher machen wir mal so ein Zeitdrift-Ding. Oha. So, hier müssen wir einfach dran, dann bleibt die Zeit stehen. Das sind so diese Kleinigkeiten, die passieren können. Zeitriss, Abwasserkanäle. Die Musik ist schön. Doch, die Musik ist schön. So, wir können hier mit unserer Hutfähigkeit nicht ganz so viel machen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier mal ein bisschen stiller sein, weil ich finde diese Musik so richtig entspannend. Echt angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit dem Xbox One Controller. Ich bin zwar ein Fan von dem 360er Layout, aber der One Ding ist nicht ganz so. Wie heißt's? Nicht ganz so laut. Schön. Supi, haben wir das nächste schon. Wunderbar. So, das Rad stoppen. Hutflare. Bei diesen Dingern kriegen wir immer so ein Dingsbums, kriegen wir immer einen Preis. Also wir können jetzt entweder den Hutflare benutzen. Den nehme ich auch. Ist eine neue Farbe für unseren Hut. Das bedeutet, es sieht jetzt anders da aus.
Ein seltener Sticker ist irgendwo aufgetaucht, finde ihn. Jo. Machen wir später, vielleicht, wenn ich alles finde. Ich weiß echt nicht. Vielleicht ziehe ich es auch einfach nur ganz normal durch. Jo, bei diesen Dingern können wir immer so ein Roulette spielen. Und die geben dann immer so, wie heißt's? Solche kleinen Mitbringsel sozusagen. Aber ich denke mal, es reicht, wenn wir diese ganzen Akte... Nein, 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 nein. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte noch eins nach rechts machen. Oh, mir das Zeitstück nochmal anzugucken. Shit, 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 shit. Sorry, sorry, sorry. Lad doch nicht so lang. Komm, dann will ich wieder zurück zum Hub. Hier gibt's... Wähle einen Sticker. Jo, zurück zum Hub. Ich will nämlich Kapitel 7 noch fertig machen. Und dann haben wir 4, 6, 7, jo, 1, 3... Was ist denn mit Kapitel 5? Habe ich das vergessen? Moment, da gucke ich jetzt nochmal nach. So, was haben wir hier? Kapitel 1, Akt 1. Akt... Akt 2. 3, 4, 7, 6. Okay. Komm, machen wir das jetzt noch und dann... Ich glaube, Akt 5 war irgendwas, was wir später machen müssen. Also es ist irgendwie total strange. Ich weiß nicht warum. Warum das nicht Schritt für Schritt geht. Aber na gut, dann ist das so. So. Wir wissen ja Bescheid, von daher können wir den ganzen Kram hier überbrücken. Ja, ja, komm, kennen wir schon. Super. Ah, Mann, warum lassen die mich nicht in Ruhe? Juan. Super. Machst du gut, Mädchen. So, platt gemacht. Schön. Ja, das passiert, wenn wir da reinspringen. Sehen wir ganz schön verkohlt aus. Aua. Naja, da geht's wieder gut, aber trotzdem sehen wir so verkohlt aus. Na, es legt sich mit der Zeit. Jo. Das wird ein Spaß, die alle zu finden. Aber macht ja nichts. Boah. Da muss ich sagen, hatte ich ja unverschämtes Glück. Die Frage ist, wie komme ich denn zu diesem Teil? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich möchte natürlich hier nicht so viel Herzen einsammeln, weil ich die vielleicht später brauchen kann. Komm, das nehmen wir jetzt mit. Super, haben wir geschafft. Ah, wie komme ich denn? Muss ich wirklich von da oben? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber scheinbar... Ah ne, ich weiß wo... Alter Schwede, das wird ein Spaß. Das könnt ihr doch nicht verlangen. Das ist doch... Das ist doch echt unmöglich. Wir müssen hier... Oha. So oft diese Nägel. Nee, das geht auch so, okay. So, und dann müssen wir hier direkt auf diesen Wasserhahn springen. So, die Frage ist, wie komme ich denn da zurück? Das mache ich jetzt vorsichtshalber mal auf dem gleichen Weg, wie ich hergekommen bin. Ja, schaffen wir es? Ja, schaffen wir. Super. Machst du gut, Mädchen.
Der Laden ist geschlossen. Nun ja, mit dieser Kleiderordnung ist es auch kein Wunder. Ach, Mann. Und dieser Humor des Spiels ist schon schön. So, da hinten ist noch ein Wasserhahn, sag ich mal. Wie komme ich denn da hin? Muss ich da rüber? Kann ich da rüber? Ja. Diese Platten sind gefährlich. Die kommen zwar wieder, aber wie du siehst, hauen sie ab. Benutze Tokens an der Orb-Maschine, um niedliche Belohnung zu bekommen. Okay. So. Also für Jump'n'Run-Fans kann ich das Spiel echt nur empfehlen. So, hier unten ist das nächste Zeitstück, glaube ich. Ne, auf der anderen Seite, okay. Mafia-Sabotage. Also dieses Mustache Girl. Ja, das ist ein kleines Rotkäppchen-Mädchen mit Schnurrbart. Hat, glaube ich, echt gegen die Mafias was Persönliches. Aber wer kann es ihr denn großartig verübeln? So, ganz vorsichtig hier runterfallen. Die verfolgen uns auch. Ich will doch nichts von euch. Ich will doch nur hier alles zumachen. Keine Ahnung, warum der so feiert. Dieser Schatz könnte zu einem anderen Schatz passen. Super, Tuff Tuff Eisenbahn. So. So, meistens in den Fässern wirklich nur ein bisschen Kohle drin. Also aktuell brauchen wir da jetzt noch nicht so viel. Von daher... Die freuen sich. Keine Ahnung warum. Wall now belong to Mafia. Das hört sich irgendwie immer so ein bisschen an wie... Keine Ahnung, ey. Ich... Into the Joppa. Ja, kennen wahrscheinlich nicht die meisten. Kennen nur die Älteren. Ich weiß nicht, ob die Älteren das so ein Let's Play gucken. Von daher... Finde ich cool. Das Spiel. So. Wo ist denn der nächste Feuer? Da hinten ist einer. Das ist der einzige noch. So. Balancier mal da schön entlang, Kleine. Hm, das machst du supi. Danach gibt's ein Eis. Ich mach danach erstmal... Aufnahmepäuschen oder aber ich hole noch diesen einen Zeitwurf, da guck ich gleich mal auf die Uhr. Boah. Boah, das hast du gut gemacht, Mädchen. Da kann sich der eine oder andere Prinzessinnenretter. Ja, das geht auch so schnell. Aber gut. Mal eine Scheibe abschneiden von. So, wir müssen jetzt nach da oben. Ich glaube, die haben da eine Überraschung für uns. Oder einen Bosskampf, ich weiß es nicht. Das sind immerhin blöde Mafias und denen traue ich alles zu. Oh! Boom! Volltreffer. Oh, gut. Waren doch mal ganz nett. Super. Geschafft, kleines Kind hat Mafia-Stadt gerettet. Jetzt muss Mafia nicht mehr Lava zum Frühstück... Lava zum Frühstück essen. Großartig. Bitte, nimm Trophäe. Du bist wirklich Held von Mafia-Stadt. Oh, super. Was haben wir denn hier? Oh, hat bestimmt die Katze gemacht. Guck mal, mit einem kleinen Oktopus dran. Oh, super. Ich stehe mit dem Fuß in der Götterspeise. Lecker. Oh, Fisch, geil. Also so vom Aussehen her ist schon schön, aber ich glaube, das war wirklich die Kochkatze. Bin ich mir fast sicher. Gut, nehmen wir mit. Supi-dupi.
So, mal gucken, ob noch eine Cutscene jetzt kommt. Ansonsten nehme ich jetzt wirklich noch das Zeitgedönse mit. Ja, wir wissen, dass wir das öffnen können, aber so weit will ich noch nicht. Hier ist noch ein Zeitstück offen. Hier ist ja noch mehr offen. Aha. Akt 5. Ah, beim Rennen schummeln, genau. Das war das, was wir später machen können. Das war am Strand und das war im Tunnel. Gut. Fasskampf nicht, das auch nicht. Stadt der Mafia, machen wir mal das hier. Ich glaube, in dem Modus können wir am meisten besuchen. Ohne dass es jetzt irgendwie vorgegeben ist oder dass uns jemand großartig stört. Und dann wollen wir mal. Für die Leute, die sich das nicht dauerhaft merken können. Du kannst hier in den Start, hast du jetzt zum Beispiel das nächste Teil. Ja, ich dachte, da könnte man beide sehen. Ist egal. Ach nee. Da will ich doch... Du bist mir... Scheißegal, Mädchen. Aua, ja, der macht Aua. Das ist dem auch mittlerweile scheißegal. So, das eine Zeitstück war... Ich weiß, wo das war. Da gehe ich jetzt auch direkt hin. Okay, das eine war hier oben, glaube ich. Und das andere war am Strand. Wenn mich nicht alles täuscht, die Frage ist, ist der Strand hier auf der Seite oder ist er auf der anderen? Hier ist er. Rutschen! Yay! Juhu! Und flubbidi-flupp! Super! Genau. Kommen wir aber so nicht dran. Dann müssen wir vom Zirkuszelt aus ran. Wunderbar, ich hab's doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Zeitriss, Kochmafia. Oh yeah. So, hier bei diesen Dingern sieht man auch ab und zu mal so ein bisschen die Story. Das ist auch immer ganz interessant. Hello, little child. Hallo kleines Mädchen, das hier ist Mafia-Zeitriss. Zeitschrick hat Mafia an Kopf getroffen und nun ist Zeitriss gefüllt mit Mafias Träumen und Gedanken. Dieser Zeitriss ist einfach, einfach wie Mafia, genau wie Mafia es mag. Regeln des Zeitrisses, solltest du sterben, startest du neu. Du brauchst Respawns, um weiterzukommen. Das ist alles, bitte sei vorsichtig im Mafia-Zeitriss. Mafia mag die Vergangenheit. Gut, ich glaube, wir können hier aktuell noch nicht viel suchen und viel finden. Also hier sind mir so ein bisschen... wie die Mafias halt hier auf dem Planeten angelangt sind und so weiter und so fort. Das wird schön mit Bildern erklärt. So, wir brauchen drei von diesen goldenen Pons. Aber wir finden ab und zu mal auch hier solche Sachen. Eins von sechs Bildern. Ich glaube, die Bilder sind nicht insgesamt, sondern in jedem... In jeder Ebene sind sechs Bilder versteckt, meine ich. Ich weiß es nicht ganz genau. So genau habe ich das Spiel leider nicht gespielt. Oder sind es pro... Ist es pro Ebene eins? Ich gucke einfach überall hin, wo ich hinkomme. Und dann nehme ich einfach so viel mit, wie ich kann. Fertig. Und dann mal weitersehen. So, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Ne, ich glaube, es sind insgesamt sechs Stück. Alles klar. So, zwei von sechs Bildern. Okay, gut. So, manche müssen einfach besiegen. Aua, du elender Lümmel. Bist ja ein toller Typ. Bist ja ein toller Typ. So, sorry, aber wir brauchen diese Dinger. Wir können jetzt theoretisch weiter. Aber ich will mich hier trotzdem nochmal umsehen. In der Hoffnung... Ja, genau. In der Hoffnung, dass ich da noch eine Karte finde.
So, die sind irgendwie mit einem Schiff hier angekommen auf diese Insel. Das wissen wir auch so ein bisschen vom Massage Girl noch. Und von daher direkt rein. So, das Ding ist schon offen, weil wir genug haben. Aber hier gibt es noch was. Warte mal, wir haben 3 von 6 Karten. So, hier ist eine Karte. Wir sind also mit dem Schiff irgendwo lang gefahren. Ich guck gerade mal, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Nein! Nicht vom Schiff runterfallen. Hat kleines Mädchen bemerkt, dass Rispons auf Etagen behalten werden? Du musst nicht alle sammeln. Viel Glück. Alles klar. Ist mir schon klar, dass ich nicht alle sammeln muss. Aber ich will alle sammeln. Lass mich in Ruhe, such dir eine Freundin. Echt alle Karten finden, weil die sind nämlich ein bisschen schwierig, weil ich glaube, die Dinger kannst du auch nur einmal besuchen. Sprich, wenn du sie verkackst, dann verkackst du. Ach Mist, ich dachte, ich schaffe das hier auf dem Baum hoch. Gut, die Ballons sind nichts. Also jetzt nicht nichts, sondern einfach... Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich brauche 5. 7 Stück habe ich. So, geht's hier vielleicht irgendwo runter? Der Humor des Spiels ist genau so mies drauf, dass sie solche Sachen echt bringen können. Ja, das ist offen. Das bringt mir nur nichts, wenn hier keine... Karte versteckt ist. Es kann nämlich immer sein, dass hier zum Beispiel irgendwo eine kleine Plattform ist oder irgendwie eine kleine Einbuchtung, wo du halt irgendwie so reinspringen musst. Wo dann zum Beispiel so eine so ein Teil versteckt ist. Aber ich sehe jetzt nichts. Gut. Dann ist es halt so. Kann man nichts machen. 2 Karten muss ich noch sammeln. Ich glaube, die 2 Karten waren hier. Genau sowas meine ich. Boah, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Geil! Ich habe keine Ahnung. Lack ohne Ende. Ich mach doch nichts, ihr Lümmel. So, theoretisch ist das Ding jetzt offen. Die Frage ist, ob hier irgendwo noch eine Karte ist. I remember. Also die haben hier echt so total dumme Sprüche überall. Boah, das war knapp. Da ist mir jetzt gerade so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Die Frage ist, war das das letzte oder nicht? Ey, was soll das denn? Du Lümmel. Gibt's hier noch irgendwo was? Ich guck mich in Ruhe um. Habe ich ja schon gesagt. Soweit ich weiß nicht, aber mir fehlt noch eine Karte. Ist das jetzt die letzte Map? Kleinen Abstecher kann ich ja noch machen. Na gut, ich habe jetzt nichts mehr gefunden. Ich kann auch nirgends. Hello? Thank you.
cool. Bye. Come on. Schön. Wusste ich nicht. Okay, da oben ist nichts. Da oben ist auch nichts. Alles klar. Gut, dann ist es so. Warte mal, hier an dem Board. Nee. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass hier noch irgendwo was fehlt. Das kann doch nicht sein. Und ich kann nicht... scheiße. Verkackt. Ja, das müssen wir jetzt kaputt machen. Um das zu reparieren. Oh, und es gibt nochmal ordentlich Money in the Bank. Ach, das ärgert mich. Wo waren das letzte? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch schon wieder in Überlänge. Macht aber nichts. Dann haben wir heute echt was weggepackt. Ah, eins fehlt. Mafias Grand Voyage. So. Die haben alle in der Fischfabrik gearbeitet. Waren halbwegs glücklich. Der Boss hatte natürlich keinen Bock gehabt. Wollte auf eine schöne Paradiesinsel. Dann haben sie ihre ziemlich männlich aussehenden Bräute verlassen, um in den Urlaub zu fahren. Hatten Spaß. Sind dann auf dieser Insel gelandet und das haben sie, sind wahrscheinlich an Bord gegangen. Kann ich jetzt aber auch nur... Oh, neue Farbe. Ja, den gewinne ich. Komm. Rüsten mal aus, gucken mal, wie wir jetzt aussehen. Und dann würde ich sagen, das war's mit Part Nummer... Oh, Part Nummer 2. Wie lange? Oh, 51 Minuten. Das wird viel zu lange, Leute. Oh, naja, komm. Kann man schon mal zwischendurch machen. Vielleicht haut man den auch mal als Premiere raus. Mal gucken. So. Wie sehen wir dann grün aus? Wie Link. Wie Link. Oh, cool. Die Farbe gefällt mir. Habe ich schon gesagt, ne? Super. Link mit Kappe. Das erinnert mich an diese, an die, hier, Link, Majora's Mask, an die, nicht an die Hasenohrenmaske, sondern an die Briefträger. Maske, da hat er ja auch so einen Dingsbums an. Da kann er an den, kann er mit den, na wie heißt, mit den Briefkästen schwätzen. Cool! Alles klar. Jo, hast du noch was zu sagen? Thank you. Schön. Hey. Boop. Alles klar, hier, macht's gut, Leute, auch vom Headgirl. Goodbye. Oh, goldig.